Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Spartal. Und dieses Mal verteidigen wir gegen die Rüminski. Ha. Ja. Ich glaube, ich stelle mich wieder hier hinten auf. Oder ich mache es mal ein bisschen offensiver. Ich stelle mich hier auf. Oh, wow. Ich habe 3 Pikiniers-Einheiten. Wie will der dann gewinnen? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Wie will er mich dann besiegen? Und klar, die Pilas von den Römern tun halt richtig, richtig weh. Aber das war's halt dann auch schon. Also, ich meine, wenn Veterans, Legionäre, Prinzipiers. Er schickt halt den General alleine nach vorne, das ist halt auch interessant. Wieder so tun, als würde ich daneben. Oh. Ja. Das ist gerade gar nicht so schlimm. Ja, die können hier jetzt reinballern, aber der ballert auch sehr viel seine eigenen Leute weg. Fangt sie. Einfach mal ein bisschen weghauen. Und dann wieder rein chargen. Der feindliche General ist tot. Ja, schön. Ich versuche mal hier vorbei zu sneaken, damit er nicht so auf diese Seite geht, aber ich glaube, der will da rein. Also, hierhin, meinte ich. Das nervt immer, wenn die dann plötzlich normal gehen und nicht mehr schnell reiten. Also galoppieren. Im Fachkreisen nennt man sowas auch galoppieren. Oh wow. Zum Glück ist er nicht reingecharged. Oder hat er nicht reingecharged. Das wäre ein bisschen unpraktisch gewesen.
Aber der macht's gerade echt nicht schlecht. Also weil der greift hier nicht an. Der greift die Piken nicht an. Das hätten wir mal. Die Kavallerie ist halt jetzt auch schon mal sehr malträtiert. Frag mich gerade, was der will. Oder was der macht. Ich tausche mal Platz. Die da sind besser gegen die Legionäre. Und die da machen mehr Schaden an den Levites. Nee, ich lebe es mal nicht, schön. Wohin geht der? Die lassen gerade wirklich ihre kompletten Fernkämpfer da alleine. Das ist natürlich praktisch für mich, aber wohin geht der? Hä? Unser General wird angegriffen! Schneller, wir brauchen die Unterstützung. Die machen halt schon sehr viel Aua. Männer wanken. Ich stelle mich mal hier so auf. Im Halbkreis. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Er geht mal dran vorbei. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Die bekomme ich schon noch. Aber die anderen ein bisschen interessanter. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick.
Okay, das ist jetzt unsere Männer fliehen vor der auch so, das kann man nur das gegen die KI machen. Weil jeder normale Mensch wäre sofort auf die gegangen. Schon. Na also, so geht es. Sehr schön. So. Dann bitte auf den. Hier geht mal so. Oh nee, ihr könnt mal so da bleiben. Zum Glück habe ich den gerade gesehen. Uiuiui. Sich mal gescheit hinstellen. Sonst schießen die nicht gut. Sich zu unseren Gunsten. Nett von ihm, dass er immer einzeln reinkommt. Das hilft mir sehr. Ja. Gut, das war's dann. Vorspulen. Also am Schluss hätte er sogar noch gewinnen können. Also als ich hier die 4 Einheiten verloren habe und er dann von hier und da gekommen ist. Also wenn er alles getimed hätte, dann hätte er gewinnen können. Ich habe mich halt auch sehr, sehr dämlich hingestellt. Also okay. So oder so hätte er Iol nicht sehr lange halten können. Ja, natürlich hier. Natürlich da. Was machst du jetzt? Genau, sterben. Oh, und was macht der jetzt? Nicht sterben. Oh, wehe, du hast irgendeine Einheit weggenommen. Mein Herr ist gewillt, das Schwert abzulegen. Ich hätte ihnen vorschlagen können, ein Klientel zu werden von mir. Dann hätten wir sogar jetzt schon gewonnen. Hm. Ja. Ich glaube nicht, dass er mein Klientel werden will. Ich bin zwar groß, aber... Armenien, du böser Wicht.
Das versuche ich erst gar nicht. Weil der viel zu viele Fernkämpfer haben. Also da ist es wirklich Glückssache, auf also wen er mit seinem Fernkämpfer fokussiert. Aber wenn er ein bisschen logisch denkt, hat man keine Chance. Also. Das könnte ich sogar schaffen. Der hat zwar auch sehr viele Fernkämpfer, aber vor allen Dingen Kavallerie. Und die setzt da, ja, selten passabel ein. Stell die mal hier so auf. Ja. Vorspulen. Und schön fokussieren. Unser General wird angegriffen. Oh nee, der kann nicht fokussieren, oder? Warte, dann mache ich's anders. Dann gehe ich so hin und sage denen, dass sie so angreifen sollen. Problem ist, er fokussiert schon den General. Ja, sag ich ja. Wenn er mein General, also die Pikiniere, fokussiert, habe ich keine Chance mehr. Genau. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schimpf. Normalerweise nicht, aber sehr häufig ist es so, dass er mit den Fernkämpfern, also mit der Blechleiter-Kavallerie auch einen Nahkampfangriff auf die Pikiniere startet. Aber naja. So, Armenien. Hier habe ich halt keine Armee, ne? Hier oben. Bisschen unpraktisch, aber das können wir ja schnell ändern. Ich würde da oben dann einfach gleichzeitig zwei Armeen ausheben. Das geht dann schneller. Aha. Noch ein Gefecht. Gut. Endlich mal keine Belagerungs- Dinger mehr, sondern wirkliches Landgefecht, das ist cool. So, der hat eigentlich relativ gleich wie ich und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich die, dass ich seine Armee auch gebaut habe. So, das ist halt auch die Gefahr in dem Ganzen.
Genau. Er greift mich ja an. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Er greift mich ja an. Also werden wir uns defensiv aufstellen. Okay, der macht genau dasselbe wie ich. Ja, ist ja klar. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ich tue die Kavallerie nicht so aufstellen wie er. Aus dem einfachen Grund, weil dann ist es ausgeglichen. Also seine Kavallerie ist genauso stark wie meine. Und ich will auf jeden Fall seine Kavallerie hier, also seine zwei, will ich besiegen. Und eine Kavallerie kann ich easy. Also darauf kann ich easy antworten. Ja, Kommandant! Befehle? Schnell! Ja, Kommandant! Zu euren Diensten! 2, 4, 5. Okay. Bliten, Pikiniere, genau. Jugendliche und Steinschleuder. Gut. Also, meine Taktik gegen die beiden ist einmal straight rein und einmal so. Aber lieb von ihm. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Erstmal eine Kavallerie reinhaut. Das ist echt nett. Gut, also wo sind meine ganzen schönen Speerkämpfer? Die werden auf jeden Fall erstmal die Pikiniere aufs Korn nehmen. Es ist echt. Ah, jetzt hat. Der kann den ja jetzt selbst vernichten. Los, hinterher. Okay, da kommt ja die Verstärkung. Okay, der muss jetzt da raus. Wir müssen eigentlich alle jetzt da raus. So. Also, die sind schon mal weg. Das ist gut. Dann mache ich einfach hier weiter. Raus. Ach.
Gut, auf jeden Fall habe ich immer noch 3 Einheiten Kavallerie und die hat noch 2, aber auch so um den Dreh rum, wie ich die habe. Bogenschützen. Was? Und was macht ihr? Nein, die soll. Okay, das ist schon mal gut. Egal, ich greife jetzt an. Weil länger halte ich das nicht aus. Versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. So, hier unser General wird angegriffen. Gehen noch ein bisschen vor. Aber also, ich muss sagen, dieses Mal macht das richtig, richtig sauber. Sauber. Also richtig, richtig gut. So muss es sein. So muss man es machen. Wenn man schon so viele Fernkämpfer hat, dann muss man die auch einsetzen. Sehr gut gemacht. Muss ich zugeben. Nicht Hopliten, sondern auf die Pikniere. Ah, ah, scheiße. Die Männer wanken. Oh, da sind Pikniere. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. 8 gegen 8, ne? Königliche Spartaner! Geschossinfanterie zu euren Diensten! Speerträger! Feuer! Steinschleuderer! Zu Befehl! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist jetzt sehr, 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 sehr schade. Oder sehr, sehr blöd. Weil seine ganzen Fernkämpfer machen mich jetzt platt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht.
Gut, also. Hier geht's noch. Wie viel Munition hat denn der? Die gesamte Einheit ist umgekommen. Langsam wird's. Es wird halt ein Pyrrhus-Sieg, das auf jeden Fall. Oh, deswegen, Kavallerie ist immer extrem wichtig. Aber oh, wenigstens gewinnen wir jetzt. Weil wir halt auch die seine Fernkämpfer ablenken können. Nicht mehr schießen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ach komm. Wollt ihr mir jetzt wirklich sagen, dass ihr zuversichtlich seid, ne? Also, das war ein sehr teurer Sieg. Ein Pyrrhus-Sieg. 2000 aufgestellt, 1300 verloren. 180 hat er gekriegt. Ja, okay, 144 ist. Oh, 200. Okay, also ist ganz in Ordnung. Die Kavallerie hat ungefähr gleich viel gekillt. Puh. Ja.
War auf jeden Fall ein heftiger Kampf hier. Die Freundschaft zwischen Nationen ist... Ja, weil ich eben nicht mehr vertrauenswürdig bin. Dämlich. So, gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ja, wir machen das. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und damit, ja, macht's gut, bye bye.